Absolut nicht, nein. Ich habe einfach immer gemacht, was ich Lust hatte und habe mich, weil ich das langweilig gefunden habe und absolut nicht meiner Arbeitsart, wie es entsprechend, mich festzulegen auf einen bestimmten Stil, das hat mich zu Tode gelangweilt. Den habe ich gekauft, weil ich ihn so prächtig gefunden habe und gedacht habe, es fällt mir vielleicht mal etwas ein dazu. Und dann habe ich gesehen, dass das eigentlich ein Kopf ist, der eine Art wie ein Krokodilsgesicht könnte rauskommen. Das Objekt heisst tierköpfiger Dämon. Ich realisiere die Ideen so, wie sie mir einfallen. Und die Ideen bringen ihre Form schon mit sich. Ich suche also nicht, wie ich eine bestimmte Idee ausdrücken soll. Das wäre ja eine Illustration von einer Idee. Sondern die Idee kommt mit ihrem Gewand schon auf die Welt. Es nennt sich der grüne Zuschauer. Wann habe ich es gemacht? 59 oder 58, nach einer Zeichnung von 1933. Der eigentliche Titel heißt Einer, der zusieht, wie ein anderer stirbt. Also das ist der, der zusieht. Und eigentlich ist es die Natur, die vollkommen gleichgültig zusieht, eben ja, wie einer stirbt, weil die Natur gleichgültig ist dem Leben und dem Tod gegenüber. Gott sei Dank ist die Kunst viel weniger ernst, wie sie von Kunsthistorikern genommen hat. Es ist so viel Spielerisches dabei. Die Kunst ist nicht da, um ernsthaft zu schauen, wie wenn gewisse Leute mit geschlossenen Augen im Konzert sitzen. Also man schaut es an, man sollte sich die gleiche Freude und den gleichen Spass dabei empfinden, wie es der Künstler empfunden hat, als er es gemacht hat.